Ja, nachdem wir jetzt anderthalb Wochen ganz intensiv in den verschiedenen Sondierungsbereichen diskutiert haben, haben wir uns heute zum Zwischenfazit wieder in der großen Runde mit CDU und SPD getroffen und haben die Diskussion noch mal ein bisschen vertieft an der einen oder anderen Stelle. Aber wir haben auch über die Geschäftsordnung gesprochen, die die beiden Partner in den letzten Wochen miteinander besprochen haben. Und was da genau drinsteht, das wird euch jetzt Wolfram sagen. Wir werden jetzt aus der Sondierungsrunde den Fraktionen einen Vorschlag machen für eine Geschäftsordnung. Und die Punkte, die jetzt schon besprochen wurden, sind tatsächlich, sind angetreten mit dem Ziel, das Parlament zu stärken und auch für mehr Transparenz zu sorgen. Und da sind jetzt tatsächlich gemeinsame Punkte drin. Ich möchte nur einige nennen. Das eine ist, dass wir die Ausschüsse jetzt teilweise für die Öffentlichkeit öffnen. Wir haben eine echte Befragung der Staatsregierung dabei, inklusive Ministerpräsident, wie sie wirklich sehr fortschrittlich ist, bundesweit. Und es ist auch gelungen, auf dem Weg zu einer geschlechtergerechten Sprache, zumindest, dass jetzt Frauen und Männer deutlich benannt werden. Das ist eine Errungenschaft, auch wenn wir natürlich auch da gucken, dass wir noch mehr erreichen müssen. Ja, und um das auch nochmal klarzuziehen, es wurde ja in den vergangenen Tagen auch immer wieder darüber diskutiert, dass hier ein AfD-Vize gewählt werden könnte am 1. Oktober. Für mich als neue Abgeordnete und als Bündnisgrüne ist ganz klar, meine Stimme wird er nicht bekommen. Ja, und zum Abschluss wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir gehen jetzt wieder an die Arbeit und ihr hört nächste Woche wieder von uns.